Also ich weiß nicht. Oh, was ist denn wieder für ein Mittelspurtschleicher hier? Mein Gott, ey. Zugesetzt, der alte Bandit in Begleitung von... Verdammt. Was ist passiert? Diese Frau neben Brat. Wird der Sporn verschluckt, das nicht. Das ist Edna. Er peilt das auch nicht. Sind das denn alles für Mittelspurtschleicher, ey? Litter. Was Lachen. Ist denn hier los? So hat sie sich dir vorgestellt. Meine Fresse. Edna Asida. Ein banales Anagramm. Diese Person ist Anthea Deris, Prats älteste Tochter. Und offensichtlich log sie. Und da drin ist kein heißes Wasser, sondern Rübensuppe. Ich wollte dich bewirten. Danke. Aber ich habe ganz umgekommen. Einfach mal verkehrt herum, Kreisverkehr und da sollen wir gucken, ob Autos kommen. Typisch Münster. Hast du ihn getroffen, als du im Schloss saß? Ein dunkelhaariger und dunkeläugiger Mann mit markanter Nase. Auch er war braungebrannt. Aber einen Ohrring trug er nicht. Neben ihm saß auf einem hinzugestellten Sessel Ildiko Breckel. Nach wie vor im Hier musste ich jetzt den Ton komplett rausschneiden, weil ich da gerade über die Freisprechanlage Telefonat hatte und sehr verwirrt war über diese nette Dame, die versucht hat, bei der geschlossenen Schranke auf den Parkplatz zu fahren. Ja, mit so einem Auto darf man das natürlich, ist ja klar. Tiziana Frevi blickte ihn durch die Wimpern hindurch an. Es geht ihr blenden. Sie sieht aus, dass man sie beneiden könnte. Und ich beneide sie, über Rot fahren, ne? Wenn ich ehrlich sein soll. Gerald stand auf. Er ging zum Wirt, der vor Angst beinahe ohnmächtig war. Meine Güte, biegt doch noch langsamer ab, ey. Oh. Reiche Leute, ey. Alter, was ist denn los mit dem? Zur Erklärung, hier ist aktuell wegen Baustelle absolutes Überholverbot. Sonst dürfen die Landmaschinen überholt werden. Aktuell aber gar nichts. Muss man sich natürlich nicht unbedingt dran halten. Kann man ja mal machen, damit man 2 Minuten früher zu Hause ist, ne? Fahr doch wenigstens. Boah. Dann lass ich. Oh, wieder alles Mittelspurschleicher hier. Warum fahren die denn nicht rechts rüber, damit ich die mittlere Bahn benutzen kann? Boah. Die überholen doch gar nicht. Fahr doch rüber. Oh, Mann, ey. So ein Scheiß. Wieder, ey. Ja? Führerschein weg, ey, ohne Scheiß. Gibt's doch nicht. Ma! Kann es sein, dass ich mich kurz auf Feierabend über so einen Scheiß aufregen muss? Könnt ihr endlich Auto fahren? Tempo-40-Schild wegen Rollsplit auf und ich wundere mich, warum der so langsam wird und ich habe den Wohnwagen dahinter bergauf und wollte unbedingt auch noch an dem Trecker vorbei.